Sofort, euer Simon hier. Es ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Und hinter mir stürmt es. Deswegen sitze ich hier gerade. Gehört tatsächlich zum Thema. Ich sitze hier gerade, hock hier so ein bisschen in der Küche, habe mich hier ein Plätzchen gesucht. Deswegen entschuldigt so die Kameraeinstellung. Es gibt wirklich ein kleines Klartext-Real-Talk-Video. Wirklich aus meinem Herzen für euch zu dem Thema. Mehrwert. Was kann ich gerade für euch tun? Was kann ich euch gerade, wie kann ich euch helfen? Ich glaube, es gibt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der mir sehr geholfen hat und ich möchte den euch sozusagen weitergeben. Und zwar geht es um die aktuelle Situation. Ich bekomme sehr, sehr, sehr viele Nachrichten zum Thema: Simon, du hast früher so viele Videos gemacht, wo du aufgezeigt hast, was gerade schief läuft zu der ganzen Thematik gerade und so weiter. Mach mehr dazu. Du musst sagen, was falsch ist, was schief läuft. Das zum einen, und zum anderen sagen alle, um im Himmels Willen, sagen einige: Simon, findest du das denn jetzt gut, was da so ist? Du sagst jetzt, du bist optimistisch und so weiter. Wie kann das sein? Findest du das jetzt toll, was jetzt alles passiert? Und bist nach Mallorca abgehauen und anscheinend ist dir das egal. So, zum ersten Thema: Nein, es ist mir überhaupt nicht egal. Oder zum zweiten Thema: Ganz im Gegenteil, überhaupt nicht. Ich habe immer noch meine Meinung und ich finde, sehr, sehr, sehr läuft viel sehr, sehr, sehr falsch. Es läuft vieles immer noch sehr falsch. Sehr, 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 sehr falsch sogar. Und ich versuche immer noch, wo ich etwas Gutes tun kann, wo ich etwas ändern kann, bei meinen Freunden, bei meiner Familie, versuche ich das zu tun, was ich tun kann. Und genau darum geht es. Das, was ich ändern kann, versuche ich. Ich versuche, Leuten ein bisschen Angst zu nehmen, weil ich finde, sie ist zum Teil wirklich übertrieben. Ich versuche wirklich aufzuklären. Ich versuche immer noch, bei den Leuten etwas zu tun, wenn ich etwas verändern kann. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, es gibt Dinge, die ich nicht ändern kann, auch wenn ich sie immer noch schlimm finde. Und genau darum geht es auch. Manchmal muss man Dinge akzeptieren. Akzeptanz bedeutet nicht, dass man etwas gut heißt. Akzeptieren muss man manchmal auch Dinge, von denen man ausgeht, dass sie falsch laufen. Ganz, ganz kurzes Beispiel vielleicht hier oben. Es stürmt gerade wie verrückt. Ich wollte das Video gerade oben machen und es war so stürmisch, dass ich wirklich die Kamera, ich hatte Angst, dass sie mir wegfliegt. So, ich hätte jetzt mich aufregen können und wirklich versuchen können und aufregen können und so weiter und hätte vielleicht kein Video gemacht. Oder ich akzeptiere es, dass es da oben windig ist, es stürmt, und versuche dann eben durch die Akzeptanz meinen Kopf frei zu bekommen für andere Möglichkeiten und bin jetzt hier runtergegangen und kriege das Video wahrscheinlich auch ganz gut hin. Vielleicht nicht so, wie ich wollte, aber ich kriege es auch hin. Zu der ganzen Thematik jetzt gerade. Es gibt Dinge, die wir nicht ändern können. Wir können manche Dinge nicht ändern. Das heißt nicht, dass wir sie gut finden müssen, aber wir müssen manchmal Dinge akzeptieren. Und ihr wisst, mir ist es letztes Jahr unglaublich schwer gefallen. Jetzt rede ich wirklich mal so ein bisschen aus meinem Herzen, aus meiner Seele heraus. Mir ist es letztes Jahr unglaublich schwer gefallen. Ich habe so vieles gesehen, was in meinen Augen falsch lief, wo ich Ungerechtigkeit gesehen habe, was mich wirklich zerrissen hat. Und dieses mich zerreißen, obwohl ich sehe, dass es nichts, ich kann nichts ändern, und dieses sich damit beschäftigen war meiner Meinung nach nicht gut. Ich habe in diesem Jahr akzeptiert bei einigen Sachen, dass ich es nicht ändern kann. Für mich, ich bin ein Mensch, der ist sozusagen mit der Pippi Langstrumpf groß geworden, sozusagen von der Lindgren. Das heißt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das heißt, ich habe immer versucht, sozusagen mir alles so hinzustricken auf der Welt, damit es mir passt. Und es gibt aber manchmal einfach nicht die Möglichkeit, alles so zu drehen. Jetzt kommen wir aber dazu. Ihr könnt trotzdem etwas ändern. Ihr könnt auch in der furchtbarsten Situation etwas ändern, indem ihr akzeptiert. Akzeptanz ist der erste Weg oder ein möglicher Weg, etwas zu ändern, weil ihr eben euren Kopf frei macht von dem sich darüber aufregen. Und dann könnt ihr etwas ändern. Zwar nicht an der Situation außerhalb, aber an euch. Ihr habt immer die Möglichkeit, eure Dinge zu ändern. Bei mir auch. Das war keine Flucht oder keine, jetzt finde ich die Sachen oder jetzt sind mir die Sachen egal in Deutschland, deswegen fliehe ich nach Mallorca. Nein, überhaupt nicht. Das kann ich nicht ändern. Ich überlege dann, ich habe akzeptiert und habe dann entschlossen, was kann ich denn ändern? Und ich kann zum Beispiel ändern, dass ich mich mehr um das sorgen kann,
was ich kann, um Mara, um meine Kleine und so weiter. Ich kann mich darum kümmern. Auch viele Leute, die sich wahnsinnig aufregen und so weiter, die sich wirklich fast verrennen in die Situation, vergessen vielleicht andere Dinge. Denkt dran, ihr könnt vieles ändern an euch. Es gibt auch so ein Zitat von Marc Aurel, dass Widerwärtiges erst dem ja, widerfährt, ich blende es euch ein, Wort für Wort kriege ich es nicht mehr hin, praktisch der es als solches sieht, der es als solches wahrnimmt und als solches auch an sich ranlässt. Das heißt, ihr müsst manche Dinge, egal wie schlimm sie sind, nicht an euch ranlassen. Akzeptiert und damit macht ihr sozusagen, es ist wirklich sehr, sehr windig, und damit macht ihr praktisch euren Geist und frei und praktisch könnt dann etwas verändern bei euch selbst. Klingt ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, es ist der größte Tipp, und jetzt wirklich wieder ganz, ganz zu mir, zu euch, was sollt ihr daraus lernen? Das war der größte, auch es klingt vielleicht so einfach oder so simpel, aber es ist wirklich, wenn ihr das verstanden habt, wird euch das unglaublich weiterbringen. Kämpft nicht gegen Windmühlen an. Nutzt die Zeit, die ihr da kämpfen würdet, wirklich für etwas, was ihr ändern könnt. Ihr könnt natürlich nicht, wahrscheinlich nicht alle nach Mallorca oder so, aber wir können sehr, sehr vieles tun. Wir können wirklich uns, wie gesagt, mehr um unsere Familie kümmern, mehr um uns, dass das nicht an euch ranlässt. Guckt nicht so viel von diesen ganzen Nachrichten, guckt nicht so viel davon. Wirklich versucht euch nicht damit so sehr zu beschäftigen. Es gibt auch so ein Bild, dass man sich Sorgen machen ist ein bisschen wie Schaukeln. Das heißt, ihr schaukelt hin und her, aber kommt nicht vorwärts. Ihr kommt nicht vorwärts und wir müssen vorwärts kommen. Veränderung in ein positives Licht. Verändern, weggehen, verlassen oder es lieben, sozusagen lieben lernen. In dem Fall würde ich das Letzte nicht vorschlagen. Aber wie gesagt, ich finde immer noch, das ist so ein kleines Statement, auch weil wirklich viele, viele Fragen. Simon, wie stehst du dazu? Es ist vieles ganz, ganz, ganz falsch in meinen Augen. Ganz, 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 ganz falsch. Es ist aber auch, ich kann vieles ändern und ich kann euch Mehrwert geben. Ich kann euch zum Sport motivieren. Ich kann euch sagen, richtige Ernährung, auf euer Immunsystem achten. Ich kann hier sehr, sehr viel bewegen. Wenn ich mich aber in einem Video aufrege über Dinge, die ich nicht ändern kann, dann bringt euch das nicht viel und mir auch nicht viel. Dann regt ihr euch auf, ich reg mich auch auf. Das heißt nicht, dass die Sachen irgendwie toll sind. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber schaut, was ihr ändern könnt. Schaut in eurem Umfeld, schaut wirklich eure Familie. Schaut, dass ihr das positiv macht, was ihr positiv machen könnt und wie gesagt, wenn ihr Dinge nicht ändern könnt, akzeptiert sie, macht euch frei davon und ändert euch damit und versucht dann etwas anderes zu tun. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, ein kleines Video wirklich, weil ich gerade noch Nachrichten durchgelesen habe. Ich habe gerade noch ein paar E-Mails bekommen und möchte einfach da mein Statement auch zu der aktuellen Situation, zum Hier, wie ich damit umgehe und so weiter. Wie kann ich plötzlich alles so optimistisch sehen? Optimistisch, ja, finde das trotzdem nicht toll. Und in diesem Sinne, meine lieben Freunde, ich möchte euch etwas mit auf den Weg geben. Das hat mir sehr geholfen. Setzt es um. Setzt es bitte, bitte, bitte um. Und wenn ihr etwas ändern könnt, selbstverständlich, versucht es zu ändern. Bei einigen Sachen wird es sehr, sehr, sehr schwierig. Deswegen, so, in dem Sinne, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen wiederholt, aber das ist jetzt so ein Video. Ich habe mich hier hingesetzt und einfach mit euch so ein bisschen offen gesprochen, ein paar Worte ausgetauscht, diskutiert. Mich würde sehr, sehr, sehr freuen, auch was von euch zu hören, eure Erfahrungen mit dem ganzen Thema. Daumen nach oben geben, Channel abonnieren. Ich hoffe, die Ernährung und die Selbstwirksamkeitserfahrung hat euch da ein bisschen weitergeholfen. Abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Die besten Supplements, Body and Pedotrition, die besten Lemon BAP Wear. Bis dahin, euer Simon. You're never gonna keep me down.